Hallo und grüße euch, ihr Gefundenen da Und draußen. einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Er hat angefangen, das muss man dazu sagen. Ja, was liegt hier von Mumbo? Es ist auf jeden Fall original und das zeugt immer davon, dass es auch so stimmt. Das haben wir schon bei Pokémon Booster gelernt. Ein Mini-Trainset. Was ist das? Das passt sowas von in die Kategorie Adventmarkt Spitzerkstandl oder Kirtag Spitzerkstandl, Kirmes für alle aus Deutschland. Kirmes oder Rummel. Oh, die Kirmes ist Rummel, Rammel, ist in der Stadt und ich würde euch das jetzt einmal zeigen. Ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich mir es selber gekauft habe, um mein Taschengeld, meine Zähne oder sowas, was ich da war. Aber es hat mir damals irgendwie gefallen und ich habe das gekauft und ich habe einfach oft nur zugeschaut, wie die im Kreis fährt, und es hat mich so fasziniert. Was ist das? Das ist ein Oval mit einer Möglichkeit, einen Kreis zu fahren mit einem Zug. Zug. Und wer mich kennt, der weiß, dass Züge immer schon auf mich eine besonders hypnotische Wirkung gehabt haben. Und deswegen schauen wir uns das jetzt einmal an. Das da ist 20, 22 Jahre alt, irgend sowas. Also Schlange. Alles schon ein bisschen vergilbt, aber das ist okay. Wir haben eine Lokomotive mit einer Battery, wenn man da aufmacht. Vollgas. Dann fährt die doch halt so spazieren. Wir haben, und das keine Ahnung warum, dass der Kohletender da in der Mitte ist. Den haben wir hier. Alles natürlich aus Plastik. Und dann haben wir noch zwei Wagönerichs und ein paar Schinski. Und jetzt meine Frage an dich. Ein paar Schinski, er meint ein paar mit großem P, ne? Was soll das? Ja. Hast du? Nein, hab ich nichts. Ist okay. Ist okay. Hast du aber solch ein Spielzeug einmal gehabt? Also muss jetzt nicht unbedingt sowas sein, sondern so Kirtagszeug kriegt. Oder besser ein Ja, Adventmarkt. im Grunde schon, also Adventmarkt eher weniger, aber Kirtag, Ja. Kirmes, Ja. Rummel. Ja. Schau, da merkst du, das ist Handarbeit. Vielleicht Schon ewig nicht mehr aufgebaut. diese Kindheits Cowboy-Pistolen. Die mit dem roten Ring drin, wo überall ein bisschen ein Schießpulver drinnen war. Und dann Peng. Dann ping. Dann Peng. Die ist So sicher damals diese gerade Zeiten, wo man das Cowboy-Dasein vielleicht ein bisschen idealisiert hat. romantisiert, würde ich sagen, aber ja, kommt das Ja. Gleiche hinaus. Ja. Ja, aus der Zeit sind wir, also wir haben das doch gedürft. Ja, sicher. Ich weiß nicht warum, aber für mich war das immer urcool. Also das. Früher, als Kind. Natürlich nicht heute. Was ich hatte, war so eine Lego-Rennbahn. So Lego Racers. Ich glaube schon, So ja. geil, Die hat bist so du aufgezogen hocker, hast, gell? ockerfarbene Paneele gehabt. Schiene gehabt. Ja. Also Ja, Schienen, so ich weiß, Bahnen. was du meinst, frühe 2000er. Dazu hat es dann auch ein Spiel gegeben, War also spannend, ob ich das noch hätte ein irgendwo. Videospiel. Das kann ich mir vorstellen, dass du das noch hast. Du bist ja Ein Nichtwegwerfer. genau. So, aber jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Zug fährt. Fährt der? Fährt da durch? Ich glaube, der fährt da durch. Ich finde das einfach cool.
cool. Gebanntes Schweigen nur hier auf Kunden Games. Ja. Bitte vorher irgendwann macht ein YouTube-Video und sagt einfach nichts. Und lässt einfach den Zug fahren. Genau, er macht dann ein YouTube-Video, sagt nichts und lässt einfach laufen. Und dann geht er aufs Klo. Genau. Also okay. Müssen wir noch kurz warten? Danke Zug, du hast uns viel, viel Schönes beschert. Jo, das war die Eisenbahn. Das war die Eisenbahn aus dem Mini-Train-Set. Ich habe deinem leichten Sarkasmus, es war nicht Sarkasmus, es war einfach nur sehr schnell aus der Pistole geschossen, wie ich dich gefragt habe, hast du? Nein. was denkst du über sowas? Über dieses andere Spielzeug, sag ich jetzt einmal. So diese Kategorie billig, Kirmes. Nicht so ganz mit Bier, wobei ich mir da vielleicht ein bisschen überlegen würde, ob das nicht vielleicht irgendeine Wertung ist, die man von der älteren Generation übernommen hat. So praktisch die Dinge, die alle unter dem Begriff Klumpert fallen. Mhm. Mein Papa hat es definiert mit Müllspielzeug. So ziemlich alles, was vom Mac kommt zum Beispiel. Ja, ja. Müllspielzeug und Müllessen. Zum Beispiel. Vergiss die Augenringe nicht. Das macht uns Gamer aus. Und die Brille auch. Und aber wir haben ja keine Brille. Nein, haben wir nicht. Wenn wir eine hätten. Wir sind ja okay schon. Und wenn wir eine hätten, da hat man es nicht sehen. Oh, schon welche auf die Augen. Na, so schlimm nicht. Noch nicht. Dicke Aschenbecher auf die Augen. Ja. Also, ich weiß, Aschenbecher haben. Echte Aschenbecher auf die Augen. Alles okay. Also ihr als Kind damit viel Spaß gehabt. Im 9 oder 10 oder sowas. Glaube ich sofort. Ja. Hatte was. Hatte Freude. Und die Eltern haben sich begeistert dafür, wie leicht die Kids zu beschäftigen sind. Jetzt brauchen wir vielleicht ein Handy dafür. Aber sowas von, ja. Und wir haben halt einfach nur so im Prinzip Müllspielzeug oder einen kleinen Motor in Form von einer Lokomotive mit einer Batterie betrieben, zugeschaut, wenn das im Kreis fährt. Und ich habe immer ÖBB gespielt, immer, dass der Zug Verspätung hat. Wobei man das auch nicht sagen darf, die ÖBB ist im Großen und Ganzen nicht pünktlich im Vergleich zu anderen. Absolut. Schon, gell? Und da kann man natürlich das Spiel ein bisschen abwandeln. Du nimmst die Schiene raus und stößt einen Bus dazwischen, dann kannst du Schienenersatzverkehr spielen. Ja. Oder du lässt den Zug einfach über so eine Klippen fahren und dann fliegt es runter. Müllspielzeug hält sowas aus. Dann habe ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Oder du lässt da direkt den Müll fallen, dann ist egal, ob es aushält oder nicht. Ja, genau. Mir ist einfach nur wichtig, dass der Original steht mit einem Daumen nach oben. Genau, und ich habe mir immer gedacht, Facebook hat den Thumbs Up erfunden. Nein, das war schon vor 22 Jahren genauso. Und wenn man über Musik reden muss, dann muss man auch festhalten, das Vorzeichen Kreuz gibt es nicht. Das sind alles nur Hashtags. Hashtag. Was für einen Ton soll ich denn da spielen? Hashtag F. Das ist schön. Und Kaffees. Und Kaffees. Und Kaffees. Und Kaffees. Guti, das war's. Wir riechen, schmecken, fühlen uns im nächsten Video wieder. Wir verabschieden uns dieses Mal und tun das natürlich gemeinsam. Grüß euch. Und Tüdelü.